Hallo! Hier im Video geht es um die Balkonpflanzen des Jahres 2023. Es gibt in Deutschland mehrere Gartenbauverbände und die stellen jeweils ihre Pflanze vor. Und ich schaue sie mir an, sage ein bisschen was dazu in diesem Video und gebe auch eine Bewertung von 1 bis 10 ab. Im Gegensatz zum letzten Jahr ist es dieses Mal ein bisschen subjektiver, einfach so meine Meinung, wie toll ich es finde oder wie schlecht ich es finde. Das ist der Inhalt dieses Videos. Let's go! Floll. Bayern. Bayern schickt Alpenglühen ins Rennen. Das ist eine gelb-orange großblühende Calibrachoa-Petunia-Hybride. Calibrachoa, ich glaube, die heißen zu Deutsch Glanz- oder Glückskölbchen oder Körbchen. Wurde gekreuzt mit der Petunie und daraus entstanden ein paar Hybriden. Gezüchtet wurde das Ding von Florensis, heißt eigentlich so als Sorte Beautiful Cinnamon und ist was Besonderes. Hat eine besondere Blütenfarbe, die wir so bei Petunien nicht kennen, ist Mehltautolerant, was so, wenn es mal nass wird, im Sommer eher dann kein Problem ist und hat auch nicht so klebriges Laub. Calibrachoa haben die Eigenschaft, dass das Laub nicht klebt. Petunien, das ist schon ziemlich klebrig. Und blüht sehr lange, sehr üppig, muss man sagen, wie ihr jetzt hier so sehen könnt. Und ist eine Pflanze idealerweise für Balkonkasten, für eine Ampel, für einen Kübel, eher weniger geeignet fürs Beet. Und ich finde diese Farbe, es ist schon so dieses leicht rostig, gelb-orange, es ist schon sehr fantastisch, leuchtet auch schön und ich mag diese Hybriden, da gibt es viele davon und deswegen gebe ich dem Ding 9 von 10 Punkten. Sachsen. Sachsen schickt Petit Fleur ins Rennen. Das ist eine kleinblütige, aber sehr zahlreich blühende Petunienserie. Die Serie heißt Itzi und wurde von Syngenta gezüchtet, ist eine stecklingsvermehrte Serie und die blüht halt in Weiß, Magenta und Purple. Ist von der Optik sehr beeindruckend, ist wirklich so ein Blütenmeer, zahlreich und lässt sich dadurch durch diesen kompakten Wuchs und durch das eher filigrane, feine auch super mit anderen Pflanzen kombinieren. Ist eine Petunie. Ideal für die Sonne, aber auch für den Halbschatten, in den Balkonkasten, in den Kübelrei, in der Ampelrei, wirkt toll, wächst auch so überhängend. Fantastische Farben, finde ich, es sind so drei klassische Farben und kann man nichts aussetzen, deswegen gebe ich dem Ding 7 von 10 stabilen Punkten. Der Norden. Im Norden ist es die Elfi. Das ist eine lilafarbene Sorte des Elfenspiegels, botanisch Nemesia. Ist eine fantastische Gattung, muss man sagen. Ist so leicht duftend, ist bienenfreundlich, da gehen die Hummeln gerne drauf. Ist was für einen Halbschatten, aber auch für die Sonne. Hat ein hervorragendes Blühverhalten bis Ende der Saison. Blüht zahlreich, wird ein bisschen höher, muss man sagen, 50 cm, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ist so aber zuverlässig, pflegeleicht und der Vorteil, was ich sehr gerne mag, das Ding duftet so leicht, nicht penetrant stark, sondern so ein ganz leichter, subtiler Duft ist es, was aber angenehm ist, weil wir so in den Balkonkästen oder auch im Beet draußen nicht so viele blühende Sachen haben, die auch duften. Und ich mag das Ding eigentlich ganz gerne. Schöne Marketingkampagne, deswegen gibt es von mir 7 von 10 möglichen Punkten. Baden-Württemberg, Hessen. In Baden-Württemberg, Hessen ist es Dufte... In Baden-Württemberg, Hessen ist es Duftelippen. Toller Name auf jeden Fall. Das ist eine Ziersalbei-Sorte oder Serie, die weiß, rosa, pink, violett blüht. Gibt es noch nicht so ganz lange, dieses Ziersalbei. Ist aber was Besonderes. Ist zum einen hitzetolerant und auch ein bisschen trockenheitsverträglich und kann eigentlich aufgrund von diesem
eher Strauchcharakter. In der Heimat wächst das Ding eigentlich als Normalstrauch. Kann es schon überwintert werden, wenn man es zurückschneidet, irgendwo kühl und hell irgendwo lagert und dann im Frühjahr wieder antreibt. Ist so nachhaltiger als andere Beet- und Balkonpflanzen. Ist absolut insektenfreundlich. Da ist ein Haufen Nektar drin, weil es ein Salbei ist. Da finden Bienen, Hummeln was. Und ich bin eigentlich ein großer Fan. Ist so natürlich aromatisches Laub, wenn man da irgendwie rankommt im Balkonkasten, ist schon was Schönes. Ist was für die volle Sonne, hat aber auch ein ganz gutes Blühverhalten im Halbschatten, schiebt über den Sommer immer mal wieder was nach, was schön ist. Ist nie so ein Flashblühen, was dann halt vergeht, sondern ist so ein kontinuierliches Blühen. Und ich finde es gut. Im Kübel, aber auch im Balkonkasten ist jetzt nichts für die Ampel. Kann man auch notfalls noch in ein Beet pflanzen. Und deswegen gebe ich dem Ding 8 von möglichen 10 Punkten, was ganz gut ist. Rheinland-Pfalz. In der Rheinland-Pfalz ist es der Königsfächer. Eine pastellrosafarbene Sorte der Fächerblume, botanisch Scaevola. Scaevola wird immer beschrieben als so insektenfreundlich, bienenfreundlich. Ich finde aber, da sind nie wirklich so massiv Bienen dran. Man sieht immer mehr ein, zwei Bienen dran, aber nie die Menge. Das Ding kommt ursprünglich auch aus Australien und ist Trockenheit und hitzetolerant in Maßen, aber nicht auf Dauer. Ist von der Blüte her ganz schön, ist eine schöne Blüte, schöne Farbe, ist auch was Schönes für eine Ampel, wo es überhängend wachsen kann, oder im Balkonkästen, wo es auch so ein bisschen überhängend wachsen kann. Da passt's, ist was für die volle Sonne, wo es richtig warm ist, heiß ist und knallt. Da passt das Ding. Ich finde es ein bisschen altbacken, bin kein großer Fan davon und deswegen gebe ich dem Ding 5 von 10 möglichen Punkten. Jujuju! Und das war mein Video zu den Balkonpflanzen des Jahres 2023. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und schreibt einen Kommentar, wie euch meine Bewertung gefallen hat, ob ihr vielleicht Anmerkungen habt oder irgendwie gar nicht damit einverstanden seid. Schreibt es in die Kommentare! Jo, ansonsten sehen wir uns nächste Woche bei einem Video, was ich noch nicht, wo ich noch nicht das Thema weiß. Okay. Tschüss!